So, ich zeige euch jetzt hier eines der Stadttore. Das ist Bab Tuma. Ja, sauer. Sauer. Wieder runter, die Kamera, weil hier ein Checkpoint ist. Ja, Checkpoint nicht weit. Malisch, aber man muss das. Nein. Aber ist das? War aber noch falsch hier. So, das ist die Altstadt von Damaskus, ja. Hier sind die Leute und sitzen. Ihr seht, die Gebäude sind alle sehr alt, aber die Cafés sind alle sehr neu. Und ihr merkt, ja, das ist die Altstadt. Also die Altstadt und die Neustadt, die sind wirklich nebeneinander. Als die Franzosen kamen, haben die einfach die Neustadt an die Altstadt dran gebaut. Oh, heute ist übrigens Montagabend. Also ihr seht, die Leute sind alle auf Party, alle auf, ja, chillen, rausgehen. Und das liegt natürlich auch so ein bisschen an der Temperatur. Ich meine, wir haben jetzt hier Ende September, morgen ist der 1. Oktober und wir haben jetzt immer noch 27 Grad in der Nacht. Ja, kann ich euch mal zeigen. Ja, wer will dabei schlafen? Aber ja, geht nicht. Und hier sind natürlich auch die Straßen total eng, ne? Klar, Altstadt halt, normal. So, und wir zeigen euch jetzt ein anderes Stadttor noch, Bab Shari, das Osttor der Altstadt von Damaskus. Und das ist deswegen auch so interessant, weil dort Paulus, der Apostel, geflüchtet ist im Korb. Und deswegen ist das halt sehr, also aus historischer Sicht sehr interessant. Paulus, der kommt ja ursprünglich aus Damaskus und er ist aus Damaskus geflohen über einen Korb an diesem Osttor, ja, was ich euch dann noch gleich zeigen werde. Ich bin wieder mal mit meinem Cousin unterwegs, ja, wie immer. Einmal mit dem Cousin, dann mit dem anderen Cousin. Wie spät haben wir? Wir haben jetzt 10:30. Genau. Ja, die Leute sind alle noch nicht bereit zum Schlafen. Hier seht ihr auch, in so ganz kleinen Gassen seht ihr Restaurants. Ja. Und ich habe euch ja schon so ein bisschen das Wohnviertel gezeigt. Also hier wohnen teilweise wirklich fast nur noch ganz arme Leute. Hier jetzt direkt in diesen Gassen. Oder Leute, die einfach hier nicht raus wollen, nicht weg wollen. Weil sie sagen, das ist die Altstadt, das ist die richtige Stadt Damaskus. Aber die alle, die jetzt Geld haben und die mehr wollen, die nicht mit, ich sag mal, 4 oder 5 oder sogar 10 Leuten teilweise auf 30, 40 Quadratmetern wohnen wollen, die gehen hier alle raus. Ne? Aber ich finde es immer wieder cool, die Altstadt zu sehen, weil daran siehst du, wie damals zur osmanischen Zeit die Menschen gelebt haben. Ja? In solchen Häusern halt. Bis zum heutigen Tag. Das ist Bab Shari Wir sind hier angekommen, aber wir sind noch nicht am Stadttor. Das sehen wir jetzt hier noch nicht von hier.